Jo, hallo, hier bei Freedom TV. Mein Name ist Daniel und ich zeige euch mal heute unseren Shop, Kunstform BMX Shop, im heutigen Shop-Check. Genau, also dazu führe ich euch einfach mal hier so rum in unserem Laden. Hier ist der Laden, mitten im Stuttgart, Rote Bühlstraße 63 am Feuersee. Was gibt es so zu sagen? Genau, wir haben halt eine Menge Fahrräder. Hier zum Beispiel sind die Einsteigerräder. Kann jeder Einsteiger mal ausprobieren. So, wir haben eigentlich immer super viele aufgebaut. Dann hier haben wir so die Mittelklasse-Räder. Ja, also für die, die halt schon ein bisschen fortgeschritten sind, so, die 100% Chromo einfach brauchen, weil sie schon ein bisschen krassere Tricks machen. Ja, hier halt die High-End, so unsere Edwin-Teile, gerade sehr beliebt, diese Taro-Oldschool-Ding. Wir gehen einfach mal eine Runde rum. Genau, einfach mal eine Runde rumgehen. Ja, hier haben wir noch die Kids-Räder. Ja, 18 Zoll, 16 Zoll und 12 Zoll. Da gibt es auch ein paar unterschiedliche Preiskategorien. Kann man alles immer ausprobieren. Wir haben auch BMX Cruiser, wie man zum Beispiel da sieht. Und jetzt neu im Programm, BMX Race, haben wir auch ein paar Sachen hier. Ja, also falls ihr Race fahrt oder so, könnt ihr auch mal vorbeikommen im Shop. Ja. Wir haben eigentlich immer ein bisschen was da. So, ja, dann hier sind unsere Schuhe. Ja, wir haben halt von Adnis und Vans so immer so da. Ich gucke auch immer, dass man mit denen Fahrrad fahren kann. Ja, weil man braucht halt vernünftige Schuhe zum Fahren. So. Hier haben wir unsere Fashion, alles Mögliche da. Hier ist Fabio. Hey Fabio, grüß dich, grüß dich. Ja, Lenker, Teile, Rahmen, Griffe. Genau, und hier seht ihr unseren lieben Wendel, Shopmanager himself. Also wenn ihr quasi bei uns anruft oder bei uns im Laden kommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr mit diesem jungen Mann telefoniert. Sehr angenehmer Zeitgenosse, muss ich sagen. Ja, hier ist so unsere Theke. Danke, danke. Ja, gerne, gerne. Ja, hier ist noch so unsere Schoner-Ecke, sag ich mal. Wir haben halt alle möglichen Marken da. Shadow, DSG, Fuse, Schoner, halt alles. Wir versuchen immer eigentlich alles auf Lager zu haben, dass man einfach auch mal die Sachen ein bisschen ausprobieren kann, so, ja. Genau, Handschuhe, das ist Logic Smiles Fahrrad. Genau. Dann, jetzt kommen wir weiter in unsere Werkstatt. Ja, also wir haben so uns für den Konzept so eine offene Werkstatt entschieden. Also jeder, wenn ihr so irgendwie was reparieren wollt, so wie jetzt der Thorsten oder so, dann könnt ihr kommen, hier reparieren. Hier sind die Werkzeuge so. Ja, hier bauen wir auch die Räder immer oft für den Laden. Dann geht's hier noch weiter. Jetzt kommen wir in meinen Raum. So. Ja, das ist quasi mein Raum. Hier sitzt die Steffi, die macht halt immer Buchhaltung. Hier sitze ich, also da sitze ich. Ist eigentlich chillig so, ich habe hier so ein bisschen meine kleine Wand. Hier noch ein paar so Momente. BMX Contest gesponsert. Ja, hier ein paar Sachen. Ich habe auch mal was gewonnen hier in Moskau, Adrenalin Games. Zweiter Platz, lange ist her. Guck mal, hier ein Bild von Freedom. Das hat der Martin XMX gemacht, wo wir in Portugal waren. Ja, und ansonsten, also ist halt mein Büro, hier hänge ich halt immer rum so. Ist eigentlich immer cool. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Servus. So, dann geht's hier runter ins Lager. Ja, hier sind wir jetzt im Lager bei uns. Ja, das ist so ein bisschen Pausenraum, wir hängen halt hier rum. Hier werden auch immer die Videos so gezeigt. Wir haben da so ein, wie heißt denn das? Projektor, genau. Beamer, genau. Ja, wenn ihr mal so unsere Insta-Stories seht oder so, dann, ja, hier hängen auch immer rum so. Der Patient hängt immer irgendwie rum und der da. Nee, der. Ja. Und der da. Ja, nee, genau. Und dann, komm mal noch mit, Markus, genau. Grüßt euch. Servus. Hallo. Hier ist mein Fotostudio, hier mache ich immer Fotos von den Produkten. Manche Produkte haben halt keine Herstellerbilder, dann mache ich halt immer da hier die Fotos. Ist eigentlich super chillig so hier. Gehen wir mal noch rüber kurz zu den Helmen, dann hat man das auch nochmal gesehen. Ja, genau. So, hier sind jetzt auch nochmal die Helme.
Ja, wenn ihr irgendwie einen Helm oder so braucht, wir haben auf jeden Fall ein paar da, würde ich sagen. Safety first. So, und ansonsten, was gibt es hier noch zu den Raum zu sagen? Hier machen wir mal Videopremieren. Wir haben jetzt neu die Vans-Schuhen bekommen, so. Die stehen hier. Ja, genau. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal rüber ins Teilelager. Das nehme ich gleich hier links. Ja, also hier ist unser Teilelager. Hier sind so alle möglichen Teile. Griffe, Rodi, Sabrosa-Schlösser, halt Felgen, was man halt alles so braucht. Genau, Pedale. Jetzt hier die neuen Odyssey-Pedalen in Hawaii. Die sind eigentlich so richtig beliebt, sag ich mal. Ist doch geil, ein bisschen Farbe schadet nicht. Nee, so. Farbe erfreut das Leben, denke ich. So ist meine Einstellung. Immer positiv bleiben. So, und ansonsten gehen wir mal hier weiter. Wenn ihr jetzt eine Bestellung auf www.kunstform.org macht, dann werden die hier gepackt sozusagen. Ja, wir packen die halt immer hier und dann kommen die hier so in den Rollwagen hier rein. Und dann werden die hier in den Aufzug gebracht. Immer 14.30 Uhr kommt halt immer der DHL-Dude so und holt die ab. So. Und das ist eigentlich richtig cool. So. Genau. Ansonsten, hier ist halt der Arbeitsplatz von Olli, unserem Azubi. Johnny sitzt hier. Heute ist Samstag, da packen wir nicht. Dann hier sind wir. Hier hinten gibt es so Gabeln, Poster. Hier werden immer die Sticker so vorgepackt. Genau, und ansonsten haben wir halt hier Reifen. Vielleicht kommt man mal hierher, genau. Kannst du ja mal, ja, halt Reifen, alle möglichen, die so existieren. Lenker gibt es hier. Genau, und man kann jetzt mal hier noch lang. Also hier haben wir so alle T-Shirts drin. Ja, wir haben eigentlich so von allen möglichen Sachen irgendwie immer alles da so. Dann hier ein paar Schuhe wieder mal. Hier sind die Ethnic-Schuhe. Genau. Schoner haben wir hier alles drin. Hex ist auch so ein Thema. Bremsen ist ein kleiner Karton. Hier haben wir hier mal. Ich mache mal hier noch die Shadow-Bremse. So war zum Beispiel. Das liegt halt alles hier drin. So. Oder falls ihr mal, was weiß ich, ein Flatland-Pack braucht, so, selbst sowas haben wir nur da, so. Also wir haben echt super viel auf Lager, muss ich mal sagen. Ey, mit den Packs habe ich echt damals angefangen, so. Da habe ich mir selber so früher noch die Löcher drin gebohrt, so, damit sie ein bisschen leichter werden. Aber das ist schon 20 Jahre her, glaube ich. Ne, 15 Jahre, muss man ja nie übertreiben. Ja, genau, und ansonsten geht's da weiter zum Lager. Wo die Fahrräder stehen. Einfach mal, ich mach mal hier zu, das ist hier so einigermaßen. Hält nicht, egal. So. So, hier. Ja, hier sind wir jetzt im Bike-Lager. Ja, hier haben wir halt die Fahrräder. Wir haben von alle Fahrräder immer eins auf Lager. So sieht es dann aus. Und zusätzlich haben wir halt hier noch so unseren kleinen, ja, Skatepark, würde ich jetzt nicht nennen, so. Wir hängen halt hier immer ein bisschen ab, so, fahren Fahrrad. Im Winter ist das immer so, sag ich mal, die Startstelle, so. Und dann machen wir auch den Stock Session Contest. Der ist immer so Anfang Dezember. Lade ich euch alle recht herzlich zu ein. Wir können ja mal hier so eine Runde gehen, so. Vielleicht gehen wir mal noch mal zu die Fahrräder eine Runde hier lang. Neu reingekommen, Sabrosa-Räder, ja, 2018. Happy New Year. Und Tischtennis, genau, spielen wir auch. Falls ihr mal vorbeikommt, wir können gerne mal eine Runde spielen oder so. Ich bin nämlich Tischtennis-Fan. So, und ansonsten. Ja, wir haben hier noch, das ist eigentlich auch ein interessanter Raum, guck mal hier nochmal mit, Markus. Hier haben wir so, sag mal, so Used Parts von so Leuten, die jetzt Kinder, wenn die bei uns im Laden neue kaufen und das nicht mehr brauchen, so Reifen oder so. Da sind halt oft die kleinen Kiddies, die
geben wir dann so irgendwelche Reifen oder so mit, oder mal einen Lenker, mal ein Rad, so ihr wisst ja, wie es ist, wenn man jetzt noch 12 ist oder so, hat man ja noch nie so viel finanzielle Möglichkeiten, aber wir fahren so, dafür ist der Raum da, ja, und ansonsten würde ich sagen, das war's eigentlich so mit unserem Shop-Check. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe nicht so viel Blödsinn geredet. Checkt Smiles Ride Bikes und André Bodulin aus. Okay, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Peace.